Jo, heute wollte ich euch mal ein Modell von Mr. Blade vorstellen. Und zwar das HT1 mit D2 Stahl. Ich hatte vor einiger Zeit mal das Mr. Blade ganz vorgestellt. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Und jetzt neulich hatte ich ja das Enlan EL16 vorgestellt. Und da wurde mir mitgeteilt, dass es dieses Modell baugleich auch von Mr. Ganz gibt. Da heißt es dann Konrad. Da fiel es mir dann auch wieder ein. Der TomTom hatte das mal vorgestellt. Ja, und da kam ich dann wieder auf Mr. Blade. Ja, ich habe einfach lange nichts mehr von denen gehört und gesehen. Und habe dann einfach bei YouTube mal ein bisschen gesurft, ein bisschen geschaut und bin dann halt auf dieses Monster hier gestoßen. Wobei es gibt auch noch das HT2. Ich meine, das hat 25 cm. Hier müssten es jetzt ungefähr so 22 cm Gesamtlänge sein. Ja, und das Teil hat mir optisch erstmal so ganz gut gefallen. Dann hatte ich auch noch gesehen, dass es D2 Stahl hat. Ein Flipper, ja, das gefiel mir eigentlich ganz gut. Das hat mich einfach neugierig gemacht. Wunderschön 3D bearbeitetes G10, sauber runterpoliert. So, dass ich dann halt mal auf die Suche gegangen bin im Netz. Und ich habe dann auch einen deutschen Bezug gefunden, nämlich Empire of Knives. Ja, die führen die Teile von Mr. Blade. Ich werde euch mal einen Link zum Bezug ebenfalls in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr die Teile mal auschecken. Das war dann auch innerhalb von 2 Tagen da, ging also sehr flott. Ja, und jetzt habe ich halt das HT1 hier. Und das ist wirklich ein Panzer. Kam out of the box, schön eingestellt. Hat einen sehr, sehr weichen Klingenlauf. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Der Detent hält soweit ganz gut. Ich glaube, mit ganz viel Schwung. Moment. Na, nee, der hält richtig, richtig gut. Da muss man ein bisschen Druck aufbauen. Push-Button. Dann kommt die Klinge ganz gut raus. Zentrierung. Sehr schön. Vielleicht fällt es euch schon auf. Die Stahlliner sind unfassbar dick. Ich denke mal, das sind 2 mm. Die G10-Platinen sind da nochmal, ich schätze mal, so an die 4 mm. Also ein krasses, krasses Teil. Das hat ein unfassbares Gewicht. Also das ist wirklich, schon beim Auspacken dachte ich mir, Mann, oh Mann, ist das ein Panzer. Das Teil kam in einer unscheinbaren weißen Box, also völlig blanko. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Ja, da sollte Mr. Blade auf jeden Fall sich anständige Boxen herstellen lassen. Ist doch immer schöner als so ein Blanko-Teil. Ja, und Klingenspiel auf und ab, 0. Und links und rechts, minimal, aber wirklich nur minimal, wenn man ordentlich dran rüttelt. Ist wirklich, wirklich sauber eingestellt. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich es eingefangen bekomme, hier in den, ja, Ritzen möchte ich nicht sagen, aber in der Ecke haben wir leichte Spots, leichte Punkte. Gut möglich, dass das Rost ist, bin mir nicht sicher, ist ja D2 Stahl. Wenn das jetzt ein bisschen länger rumlag, naja, mal gucken, ich schmier einfach mal ein bisschen Autosol heißt die Politur rauf. Und dann polieren wir mal kurz. Das ist natürlich nie schön, wenn man Messer out of the box neu bekommt. Und dann hat man ja, halt so kleine Rostpunkte drauf. So. Ja, ob es jetzt Rost oder Schmutz war, jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Also wenn es Rostpunkte waren, kleine Politur, dann ist das sofort wieder weg, Problem behoben. Schärfe out of the box war sehr anständig, die kommen wunderbar scharf. Wir haben, was ich optisch einfach mittlerweile immer toll finde,
eine Schlitzschraube als Achsschraube auf beiden Seiten. Gefällt mir einfach gut. Der Rest ist Torx. Leider lässt sich die Schlitzschraube nicht mit dem Cent verstellen. Das ist ein bisschen schade. Wäre natürlich super, wenn man immer mit einer Münze, die man oft bei sich hat, das Messer verstellen kann. Da braucht man dann aber vielleicht doch ein kleines, vielleicht hat man als Backup noch ein Victorinox, wo man den Schraubendreher hat oder halt irgendwas anderes. Wie gesagt, mit dem Cent-Stück geht es leider nicht. Der Griff ist ungemein ergonomisch geformt. Passt für meine Hand relativ gut. Die betten sich hier in der Mitte ein. Da muss ein bisschen gequetscht werden. Hinten sauber, vorne sauber. Der Daumen in der Mulde. Klinge ist so ein bisschen Pole Force-like mit diesem Schwung hier. Und der falschen Swatch. Einen schönen langgezogenen Belly. Hohlschliff haben wir. Stonewash Finish. Das macht einen sehr, sehr brauchbaren Eindruck, das Teil. Ungemein brachial halt vom Gewicht. Hier mal so einen kleinen Vergleich zum Tenacious und zum Ontario Red One. Und außerdem mal, damit man so einen kleinen Eindruck davon bekommt, zum Real Steel H7, und das ist ja auch kein kleines Messer. Aber dann erahnt man mal, was das für Platinen sind. Die Klinge selbst müsste so um die 4 mm haben beim HT1. Ja, und die Platinen sind halt wirklich, die sind der Hammer. Oh Mann. Aber ist eindeutig mal wieder was anderes, was man so auf dem Schirm hat. Durch das Gewicht. Ich denke, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die so schwere Messer bei sich tragen als EDC, aber es gibt sie halt doch. Dann gibt es noch doch viele D2-Fans, das ist einfach so. Ich finde auch, das ist ein taffer Stahl. In Verbindung mit dem Flipper, mit der sauberen Einstellung und der Stabilität, der Ergonomie, der Optik an sich, glaube ich, könnte das Messer durchaus für einige interessant sein. Wie gesagt, Empire of Blades, checkt das einfach mal aus, was sie da für Modelle haben. Ich fand's sehr, sehr interessant und wurde jetzt auch nicht enttäuscht. Verarbeitung ist wirklich sehr anständig, da kann man nicht meckern. Ein rundes, schönes Paket. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, cooles Teil. Auch diese Mulden hier im Griff vorne, wenn man dann mal in den Pinch Grip geht, die geben einfach guten Halt, sodass man feinere Arbeiten ausführen kann. So, jetzt wollen wir das Teil auch mal ein bisschen auf Belastung und Stress testen, indem wir hier ein bisschen betonen. Ich möchte wie immer vorwegschieben, macht das lieber nicht, gerade nicht mit Linerlockmessern, die können durchaus Schaden nehmen. Hier will ich einfach mal sehen, ob irgendwas, ob was passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, der Liner wird durchwandern. Aber schauen wir mal. So, okay, das Ergebnis ist jetzt überraschend. Das hat dem Liner so gar nichts ausgemacht. Klingenstand immer noch top, flippt immer noch top. Keinerlei Spiel. Not bad. Ja. Auch wenn man Power Cut macht oder so. Bettet sich einfach irgendwas vom Finger etwas sicherer rein in die Mulde, stabilisiert das Messer, gefällt mir gut. Liner macht ganz sauber dicht, steht auch ganz gut. Ja, die Stahlliner wurden alle extrem aufgebohrt und trotzdem ist das Teil
Teil so verdammt schwer. Also hier hast du echt Gewicht am Mann dann, wenn du das bei dir trägst. Gürtelclip ist umsetzbar. Hinten noch ein wunderbar angepasster Backspacer, auch aus G10, wie es aussieht, ganz, ganz sauber runterpoliert. Ja, wunderbar, da spürt man nichts. Cooles Teil, kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir gut. Wie gesagt, Monsterbrocken, Monster Teil. Das muss einem gefallen, aber das hat schon was. Alles klar, das war das Mr. Blade HT1. Bleibt gesund, Peace, ich bin raus.